jetzt im Frühsommer ein bisschen was abpflanzen, hä? Ja, Tomaten vielleicht, oder? Was ich bräuchte, wäre was, was man grillen könnte oder braten könnte. Ein bisschen mehr Temperatur muss ich schon aushalten. Da wäre eigentlich am perfektesten der Forellenschluss. Aber der ist ja was. Servus, hi. Der hat auch wunderschöne Sprenkelung. Oder du gehst halt in Richtung Grazer Krauthäuptl oder den Laibacher Eis. Der wäre jetzt von der Struktur her auch wunderbar passend. Aber wenn du natürlich ein bisschen was Zarteres haben willst, wäre jetzt der Maikönig. Der ist natürlich wunderbar, hat eine sensationelle Struktur. Und vom Geschmack her? Der hat sogar so tatsächlich so ein bisschen in Richtung Spargel. Das passt mir schon mal sehr gut. Und hast du was zum Ausgarnieren, was ein bisschen Farbe ins Spiel bringt? Ja, da kann man auf jeden Fall den Red Frills oder mit Green Frills arbeiten. Hast eine tolle Struktur und schaut natürlich total toll aus. Goldita ist auch wunderbar. Also gerade wenn man jetzt was Kleines braucht, intensiv im Geschmack, schöne Tomaten, also im Biss auch so, dass man sagt, hey, da möchte ich gleich nochmal eine haben. Wir reden über Salat. So, das ist ein Lot. Heut in der Freizeit. Von gegrillt bis flüssig. Über die Kunst, mit dem feinen Grün gut umzugehen. Und wie eine Salatplantage auch auf dem Balkon gelingt. Das wäre jetzt mal eine kleine Auswahl von draußen. Kannst du dich dann gut spielen damit? Da habe ich was zu tun mit, ja. Du machst jetzt da nicht nur eine Salatschüssel draus, wo alles drin ist, sondern der spielt bei dir die Hauptrolle. Der wird heute die Hauptrolle spielen, ja. In drei Gängen Salat. Wir fangen an mit einer Gazpacho von Buttersalat. Dann als Renken-Matthias neu interpretiert. Und dann gibt es noch einen gegrillten Salat. Und wann darf das halt losgehen, die Vorstellung? Ich muss gleich loslegen, tatsächlich. Ehrlich jetzt? Ja. Aber ihr könnt in drei Stunden vorbeischauen, wenn ihr wollt. Lieb und gerne, logisch. Ja. Servus. Dann sehen wir uns gerne. 14. Ja, dass er nicht weg wird. Das wird nicht passieren. Bis dann. Ja, der Jochen Kreppel. Wenn einer weiß, wie man internationale Küche ins Bayerische übersetzt, dann er. In seinem Restaurant Dantler hat er mir schon einmal ein Drei-Gänge-Tomatenmenü kredenzt. Wenn ich über Salat nachdenke, also ich kenne jetzt schon ein bisschen was. Also Eisberg, Chinakohl, Feldsalat, Romana. Ja, ja, eben. Geht schon ein bisschen mehr. Gibt es eine total tolle Vielfalt. Aber wenn du willst, machen wir eine kleine Salat-Exkursion. Gut. Ja, schauen wir es oder was? Schauen wir das. Ja, das machen wir. Hier bin ich übrigens schon einmal in den Genuss der Gemüsesorten von Johannes Schwarz gekommen. Ich sag gerne, die Tomaten waren großartig. So wie die Sendung, können Sie in der BR-Mediathek verkosten. Eigentlich kommt der Johannes aus Ringsburg und ist studierter Forstwirt. Dann aber hat er sich dem Gartenbau gewidmet, den Kräutern und eben alten Gemüsesorten. Die Sorten, die du hast, die gibt's aber noch. Die gibt's schon noch, aber das große Ungemach ist 1934 passiert. Da gab's eine Sortenbereinigung vom Reichsnährstand dann durchgesetzt. Da sind praktisch alle Sorten, also Kohlrabi, Blumenkohl, Tomate, bereinigt worden. Und beim Salat war es so, da gab es damals 212 Sorten, die im Markt waren. Und nach der Bereinigung waren es nur noch 30. Und da haben die den ganzen Salat rasiert? 85% der ganzen Vielfalt, die es damals gab, wurden nur durch dieses Dekret vernichtet. Warum? Weil? Jeder hat so seine Sorten vermehrt und dann gab es natürlich ein relatives Wirrwarr und die ganzen Saatguterzeuger haben da, man kann sagen, lobbyistischen Druck gemacht und die haben das natürlich durchgesetzt und dann wurden nur noch Sorten übrig gelassen, die eigentlich noch die gleichen Standardanforderungen haben wie heute bei der Sortenzulassung beim Bundessortenamt. Robust, Uniformität, Ertrag, bla bla bla, aber es geht nicht mehr um die Vielfalt. Irgendwie schade. Ja, fast deprimierend oder traurig. Gut, dass der Johannes die alten Sorten auf seinem Feld wieder aufleben lässt. Da habe ich jetzt mal verschiedene Sorten angebaut. Kopfsalate oder Latuka-Linien. Wenn du es aufschneidest, dann kommt die Milch unten. Also das kennt man ja.
den da der im Supermarkt einkriegen wahrscheinlich. Natürlich kriegst du im Supermarkt einen grünen Kopfsalat, aber du wirst wahrscheinlich nicht diese tolle alte Sorte kriegen. Das ist jetzt der Maikönig von 1903. Du kriegst halt dann eher sehr moderne Sorten, die sind halt auf Lagerfähigkeit, Transportfähigkeit gezüchtet. Da haben wir viel ledrige Lappen, sage ich jetzt einmal. Der Buttersalat, der ist halt jetzt total langsam und kalt hergewachsen mit Wind und UV-Strahlung. Und dann kriegst halt du einen tollen, kompakten Kopf. Und das war jetzt komplett was anderes, wie wenn es jetzt im Gewächshaus ohne Wind, ohne UV-Strahlung. Da hast du eher weichen Kopfsalat und das kannst du eigentlich schon fast sparen. Dann ist er lieber im Frühjahr einen gescheiten Kopfsalat und im Winter ist er was anderes. Ach so, klar. Da die jetzt mal, ja. Buttersalat, weil der so. Weil der so zart ist und schmelzt wie Butter. Ehrlich? Ja. Alles gut. Ja, der hat schon ein bisschen Gewicht ein, ne? Schon fein. Dann schauen wir jetzt mal rein. Ja. Der ist halt jetzt schön kompakt innen drin, schön gefüllt und hat halt ein schönes Herz. Jetzt natürlich früh geerntet, aber was ganz was Feins. Da riecht man sogar so ein bisschen wie Löwenzahn, gell? Dieses ja, Milchige. Ja. Das Herz einfach rausreißen. Alle. Wohl bekommt's. Wohl bekommt's. Schön fein halt. Wahnsinnig zart. Das ist auch das, was man ein bisschen verlernt hat, diese Zartheit. Nicht immer das Zare und Harte. So könnten wir uns jetzt doch alle durchessen, oder? Könnten wir uns so richtig durchessen, ja. Der Salat-Tipp von Dr. Schmidt. Salat hat kaum Kalorien, aber viele Ballaststoffe, die sättigend wirken. Gut, um die Energiedichte in einer Mahlzeit zu reduzieren. Horst, wer vorher an Salat isst, hat dann weniger Hunger. Das hilft als Prävention gegen Übergewicht. Gerade Bittersalate wie Chicory, Radicchio oder Forellenschluss beeinflussen die Verdauung und den Stoffwechsel positiv. Da sind wir jetzt beim Romana-Salat und das ist jetzt die Sorte Forellenschluss. Die Salate hat es schon im alten Ägypten gegeben, also vor 4000 Jahren. Und die Römer zum Beispiel, die kannten damals schon drei verschiedene oder vier verschiedene Sorten. Es ist halt ein wunderschöner Salat, muss ich sagen. Oh, der ist aber schön. Der ist innen drin auch noch immer so wunderschön gescheckert. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mir im Supermarkt einen Salat aufschneide, dann krieg ich geschimpft. Nein, diese Romana-Salate, die sind oft echt fast ein bisschen wie Papadeckel. Ja, das ist richtig. Und das ist hier wieder diese Zartheit. Und hat was leicht Bitteres. Genau, leicht bitter. Es kommt halt alles von dieser Milch. Dieser Geschmack bitter ist einfach voll zu weggezüchtet schon. Das ist für mich Charakter. Außerdem ist es gesund. Das ist ja wahnsinnig gut. Was hätten wir noch? Mm. Ja. Da schon jeder jetzt einen Venezianersalat. Den kannst du jetzt immer Blatt für Blatt pflücken. Der macht jetzt keinen Kopf in dem Sinne. Nach Bedarf. Nach Bedarf. Das ist ganz anders, finde ich. Ja. Härter im Biss, robuster. Und leicht süßlich. Und fast ein bisschen was Nussiges. Der ist einfach so ein aromatischer. So. Kenny, pass auf, das sind die gekräuselten, die sind auch in der Salattheke. Lolo Rosso, Lolo Bianco. Richtig, genau. Ja, nicht ganz. Nicht? Nein. Aber den gibt es auch im Supermarkt. Ehrlich jetzt? Bloß liegt er da ein bisschen anders. Der. Und zwar kugelrund und in Folie eingeschweißt. Eisberg. Der Eissalat ist im Endeffekt das beste Beispiel, wie geschmacklos ein Salat sein kann. Das ist ja im Endeffekt ein krachendes Wasser. So. Das ist jetzt eine alte Eisberg- oder Batavia-Salatsorte. Laibacher Eis. Der ist dann so rosa beduftet und es wird nur intensiver. Aber der braucht halt nur seine Zeit und den kriegt er. Weil ich hab da jetzt keinen Druck, dass ich da an McDonalds irgendwie zwei Laster hinschicke oder sowas. Das ist klar. Ja.
der ist fast ein bisschen mild, sahnig. So gar nicht grün, so in dem Sinn. Ja, der ist geschmeidig. Ja. Und hat halt also schon mehr Geschmack wie die Wasserbomben. Die war. Was du natürlich erfällt, gell? Ist natürlich schon einfach. Ja. Wenn ich jetzt bloß einen Balkon hab, was mache ich dann? Das ist im Endeffekt auch kein Problem. Was du brauchst, ist natürlich Erde. Düngen gehört mit zum Spiel. Dann nimmst du ein Horn Mehl, weil das ist ganz feinkörnig, das muss schneller gehen. Also keine Späne, vielleicht nur Grieß, aber Hornmehl ist das Beste. Johannes empfiehlt einen mindestens 80 cm langen Balkonkasten. Gut 30 Euro reichen für die Erstausstattung samt Jungpflanzen. Soll ich das machen? Oder? Ja, das hat. Fräulein, ich kenn's ja schon. Gut, dann zieh ich jetzt mal mein Erknäs. Mach's mal halb voll. Halb voll? Da kommen jetzt halt, da sind fünf Pflanzen rein. Da nimmst du halt ungefähr die Menge eines Esslöffels von dem Hornmehl. Pro Pflanze einen Löffel sind fünf Löffel. Das sind ja fünf Esslöffel, meine Hand. Ja, so, dann passt ja, das ideal. Ist ein unglaublicher Zufall. Das schaut gut aus. Schaut das gut aus? Super, da haben wir einen Düngemeister. Machst du den Job? Nein. Und jetzt ein Rest drauf? Wenn du Fragen zur Technik hast, gell? Ich kenne die, also die Fingerwurschteltechnik. Praktiziere ich auch. Jawohl. Man muss natürlich der Pflanze auch Platz geben. Also ich würde sagen, wir machen hier eine, ja, hier eine und hier eine. Mein Lieblingskopfsalat, die Goldforelle. Goldforelle? Passt? Passt wunderbar. Jetzt da den da her. Ja. Den kennst du? Forellenschluss. Super. Den haben wir in die Mitte. Ja. Und jetzt haben wir nur ein bisschen Platz. Da darf man jetzt solche Asiasalate nehmen, weil die gingen schon in die Höhe. Asiasalat ist was jetzt genau? Da betreibt man jetzt eine komplett andere Aromenwelt. Hier sind wir jetzt eher in dem mild-kohligeren Bereich. Pass mal einfach mal rein, weil dann wird dir auch klar, warum das mit den Kohlen und Senfen verwandt ist. Dann kommt dieses kohlrabige, blumenkohlige. Aber trotzdem zart, also nichts Holziges oder so. Null. Und wenn wir jetzt da vierer gehen, wird es immer. Wird es immer schärfer. Immer schärfer? Ja. Bei uns ist das vielleicht so seit 10 Jahren auch im Kommen. Red Frills, wie jetzt ist. Gelber Red Frills. Ja, da musst du mal ein bisschen weiter umschauen. Da siehst du dann die roten Blätter. Die roten Blätter. Ja, jetzt. Die kannst du natürlich auch alle wunderbar essen und hat einen ganz besonderen Geschmack. Wird schon ein bisschen schärfer, aber so Kartoffelsalat, so kartoffelig. Absolut. Das ist lustig. Jetzt sind wir bei Green Frills. Ich persönlich finde das ein sensationelles Blatt. Also das ist halt wirklich gefrisselt bis zum geht nicht mehr. Das ist ja auch die Haptik. Und auch. Ja. Ach, sag einmal, ha? Das ist wie Meretti fast. Ha? Ja, das sind halt diese Senföle. Und die sind natürlich super gesund, wenn du das mischst in irgendwie einen Salat mit rein. Mal so ein Senfkick. Der hat jetzt einen neumodischen Namen, Red Dragon. Ich finde am coolsten jetzt eigentlich das da. Die Stänge, die kannst du auch wunderbar essen. Saftig. Fast schon wie ja, ein bisschen Richtung Spargel. Aber nichts Holziges. Null. Ganz. Nichts Faseriges, nichts. Aber. Aber was schau. Es ist einfach universell einsetzbar und gibt halt immer wieder mal so ein bisschen einen anderen Kick. Das Gute bei denen ist, du kannst sie mehrfach schneiden. Dreimal kannst du ungefähr so einen Schnitt machen und dann kannst du es immer nur ein bisschen ausblühen lassen. Jetzt haben wir einen roten, dann immer nur einen grünen. So machen wir es. Die waren ja pfundig. Ich da jetzt da hinten einen Salat machen dabei. Dann frohe Schaffen. Ja, ebenfalls, gell? Bis gleich. Ab Februar kann man den Salat aussehen. Regen hält er aus, braucht aber einen Sonnenplatz. Und wenn man zeitlich geschickt aussät, hat man bis in den Sommer was von seinem Kopfsalat. Fertig, Hunger! Ja, warte noch. Ugessen musst du noch. Oh, was? Angießen, Ugessen. Ach so, ja, freilich, klar, angießen. Wo haben wir denn die Angießerei? Der Salat-Tipp von Dr. Schmidt. Salat sollte man nicht schneiden, sondern
Zupfen. Dabei teilen sich die Blätter an den Blattadern so, dass weniger der Zellstrukturen zerstört werden. Somit tritt auch weniger Pflanzensaft aus, der positive Inhaltsstoffe enthält, und es bleiben maximal viele Nährstoffe übrig. Aus demselben Grund sollte Salat nicht lange im Wasser schwimmen. Ja, ich weiß schon, was tut man denn jetzt, wenn man so Jungpflanzen haben will? Der Johannes verkauft im Frühjahr seine Aufzucht. Oder Sie schauen ab September in seinem Online-Shop. Da gibt es die Samen der alten Sorten zu kaufen. Fertig, Mahlzeit. Ja, komm her. Essigöl, Senf. Ein feines Salz. Das Grobe darf sich nicht auflösen. Ganz simpel gehalten, einfach, weil wir möchten ja den Eigengeschmack des Salates schmecken. Das Einzige, was ich jetzt ein bisschen anders mache, ja, statt Zucker, habe ich so einen Löwenzahnblüten-Sirup oder Honig. Das ist im Endeffekt nur in Läuterzucker eingelegte Löwenzahnblüten, nur das Gelbe. Raffiniert. Es wächst da alles hier und warum sollte man sich nicht bücken? Das Einzige, was ich nur wahnsinnig gern mag, ist einfach frischen Schnittlauch noch ein bisschen. Bitte fein, wenn es geht. Ja, das ist super. Schaut wahnsinnig schön aus. Ich freue mich da auf diese Frühjahrssalate, weil das einfach der Peak, wo die beste Saison ist für einen Salat. Das heißt, dann? Ja, magst du nehmen oder soll ich dir bedienen? Magst du auch was? Ja, gerne. Der Salat, so frisch, mitten in der Gärtnerei. Ha? Also, ich meine, kann der schlechter gehen, gell? Ja. Ja, kann der schlechter gehen. Kann auch schlechter werden, leider. Weil? Ende des Jahres muss ich draußen sein. Von da? Aha. Ja, mei. Kannst du dir vorstellen, hier, Münchner Osten, nicht so leicht was zum Finden. Das ist natürlich Black, aber es ist ja der Existenz. Ja, hängt schon ein bisschen was dran. Neu ist schön. Neu ist schön. Dann genießen wir es. Vielleicht findet man ja was. Johannes, sag mal, Salat lagern am besten? Wenn du heimkommst, da ich gleich mal diese äußeren großen Blätter weg, also schon ein bisschen zuputzen. Und dann kannst du im Endeffekt machen, wie du es willst. Aber das Wichtigste ist, dass das luftdicht in den Kühlschrank kommt. Also du kannst Tupperware nehmen oder es gibt also Glasbehälter mit Deckel oder Plastiktüten. Ja. Einfach einschlagen und dann in den Kühlschrank tun. Auch nicht zerlegen, weg vom Strunk oder so? Ich darf es nicht machen, weil durch den Strunk ist das so eine Art Wasserreservoir, wo die dann noch ein bisschen Feuchtigkeit ziehen können. Also so wie er ist, zugeputzt, luftdicht in den Kühlschrank. Was feucht dazu? Braucht es eigentlich nicht. Zum Beispiel gibt es ja auch oft so ein Salatpapier. Finde ich den größten Schwachsinn. Kannst du zuschauen. Kannst du zuschauen, wie er weg wird. Ja, wie er weg wird. Also, finde ich total schmarrn. Zur Vorspeise mache ich eine Kopfsalat-Gaspacho aus dem Maikönig. Der sich natürlich auszeichnet durch seine Saftigkeit und seine grasige Grüne. Den fein geschnittenen Salat mixe ich mit frischen Gurken, um etwas mehr Flüssigkeit für meine Gaspacho zu gewinnen. Dazu kommt Salz
Chiliöl und abgeschmeckt wird das Ganze mit weißem Balsamico-Essig. Ausgarnieren tue ich mit Ziegenfrischkäse, der ganz fein säuerlich wirkt, gerösteten nussigen Mandeln und frischen, knackigen Erbsen. Die frischen Kapuzinerkresseblüten vom Johannes mixe ich zu einem pfeffrigen roten Öl, was dem Ganzen so ein bisschen einen Twist verleiht. Dazu servieren wir ein Crostini mit Schnittlauchblütenmayonnaise. So, Knipperldruck, oder? Ja, Knipperldruck, freilich. Servus. Servus. Ist schon fertig. Ah, jetzt schaut's her. Ein süß. Kopfsalat Gaspacho mit dem Crostini und dem Kapuzinerkresseöl. Schmeckt wie flüssiger Salat. Gibt's ja nicht. Das war der Sinn und Zweck von dem Ganzen. Ja, optisch natürlich, ja. Sensationell. Schon mal gegessen gehabt. In der flüssigen Form noch nicht, ne? Ist aber wirklich gut. Ein super Frühlingsgericht, oder? Darf ich mal sagen, es fängt gut an. Es geht auch gut weiter. Der Salattipp von Dr. Schmidt. Salat hat eher weniger Vitamine, dafür aber sekundäre Pflanzenstoffe, wie zum Beispiel Carotinoide, Flavonoide und Bitterstoffe. Diese wirken gesundheitsfördernd und können zum Beispiel Herz- und Kreislauferkrankungen vorbeugen. Ja, was der Salat alles kann. Hä? Get down. Die Ceviche, ein peruanisch-japanischer Klassiker der Nikkei-Küche, wird bei uns neu interpretiert. Anstatt Thunfisch nehmen wir zart schmelzende Starnberger See-Renke und anstatt Chilis schärfen wir mit Kapuzinerkresse aus Johanneskirchen. Greifen wir zu, oder wer? Greifst du, ja. Die Asiasalate bringen wunderbare Struktur ins Spiel, einen nussigen, knackigen Biss und die Spitzen schauen einfach auch wunderschön aus. So, was hast du mit dem Salat gemacht? Ganz einfach gemixt und dann mit dem Stabmixer hochgezogen. Ich war sofort bei zart schmelzend, echt wunderbar. Aber auch die Stängel von den Asiasalaten. Man bringt so eine senfige, ätherische Note mit rein. Die Blüten und die Kapuzinerkresse bringt natürlich auch noch mal ordentlich Geschmack und so florales Aroma mit rein. Taugt's euch. Für mich ein Salat ist ein Salat. Aber dass man einen Salat schaumförmig hinbringt, dass das schmeckt. Ja, ich war mir da sicher, ehrlich gesagt. Having fun, got money for. Having fun, got money. Sehr gut. Was wir jetzt machen, da brauche ich eure Hilfe. Ja. So ein Klassiker der amerikanischen Küche, ein Caesar-Salat, aber den interpretieren wir ganz neu und zwar königlich bayerisch. Dazu gibt es die Pfaffenstücke von Huhn. Anstatt einem italienischen Parmesan nehmen wir einen Käse aus Kempten von Jamai Leibspeise. Anstatt frittierten Kapern haben wir Löwenzahnkapern in Salz eingelegt. Und ein Dressing machen wir in dem Fall nicht mit Sardellen und Parmesan, sondern mit süßem Senf. Und schon wieder habe ich Hunger. Du musst das Dressing machen und der Johannes darf den Salat grillen. Okay. Hau da jetzt Öl in die Pfanne oder was? Na, ganz im Gegenteil. Der Salat soll nicht frittieren, der soll nur diese Grillstreifen von dieser Grillpfanne bekommen. Am besten tust du den ganz leicht mit Öl überträufeln und dann auf der Schnittfläche in der vorgeheizten Pfanne. Den Forellen Schluss grillen. Ja, dadurch bekommt es einen sehr viel gemüsigeren Charakter. Gar nicht dieses knackig Frische, was man von einem Art Romaner Salat kennt. Schön ist halt, wenn er die Grillstreifen danach behalten hat. Wir haben deshalb den Strunk auch dran gelassen, allein weil er einfach am meisten Geschmack hat. Aber riecht frisch. Tatsächlich. Oh ja. Die Pfaffenstücke vom Huhn kannst du jetzt richtig auf der Hautseite knusprig braten. Und danach, wenn wir es fertig gegart haben, tun wir es würzen erst.
mega, mega. Jawohl. Super schön. Da ist ja mein Dressing eher langweilig dagegen, was der Johannes da macht, ja, oder? Ja, vor allem, weil es immer einer Grundregel folgt. Eigentlich ein Teil Essig, ungefähr drei Teile vom Öl. Öl, Olivenöl? Olivenöl hat immer einen sehr pfeffrigen, einen sehr intensiven Geschmack. Ja. Ich habe mich jetzt für Traubenkernöl entschieden, damit wir einfach den Salat so den Hauptdarsteller sein lassen. Gut, das Glasl? Alter Hausfrauentrick. So, gell? Ja. Alles zusammen, gescheit schütteln. Und alles, was übrig bleibt im Kühlschrank, ein bis drei Tage locker zum Aufhängen. Ein Teil, zwei Teil, drei Teil, okay? Super. Passt? Ja, völlig. Dann haben wir einen einfachen weißen Balsamico mit 5% Säure. Der eignet sich schon sehr schön, vor allem beeinträchtigt er nicht die Farbe. Jetzt brauchen wir einen Emulgator. Dafür haben wir jetzt entweder Senf oder Eigelb. Wir nehmen in dem Fall beides her. Und um es so ein bisschen bayerisch zu machen, haben wir uns für einen süßen Senf entschieden. Also gescheiter Esslöffel ist für mich sowas. Ja. Salz. Und dann habe ich dir noch eingelegte Senfsaat hier. Die habe ich in Zucker und Essig gekocht. Und die bringt einfach noch so einen ganz wunderbaren, knackigen Biss dazu. Deckel drauf und schütteln. Genau. Gut. Und? Ja, entschuldige mal. Ja, war ja klar, oder? Wer hat's gemacht? Große Kochkunst. Sehr gut. Oder? Tja, mein Salat schaut auch gut aus, oder? Nicht schlecht. Habt's gut gemacht. Ja. Danke, Chef. Danke, Chef. Zarte Scheurebe, gar nicht plakativ, aber zu dem Gericht mit dem Käse, mit diesem gemüsig gebratenen Salat und der Salzigkeit von den Kapern passt das schon ganz perfekt. Der Salat, der kann schon ein bisschen was, gell? War ja Absicht. Schöner Biss, oder? Du, Johannes, hast du eigentlich Tropea für mich? Tropea ist gut, ja, aber ich finde Rostkopf fast besser. Süßer oder? Ein bisschen anders da. Oder probierst du mal die Walla Walla? Walla Walla? Walla Walla. Ich meine, du diese Wenn war was oder Bamberger birnförmig oder sowas. Bamberger birnförmig? Ja. Ganz so schön. Ja. Wobei, da finde ich, dass die von die Bladel her im Biss mir ein bisschen zu. Also. Aber. Jetzt ist der beim Salat. Weil? Wir reden von Zwiebeln. 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 So, jetzt auf Salat oder auf die Zwiebeln? Oder? Na ja, trinken wir auf mich. Das geht immer. Auf dich, Max. Ja. Ganz wunderbar. Wunderbar. Ah. Vielen Dank. Ja, danke schick, auch. Schick ans Leben sein.